Hey Leute, hier ist euer Shady und Valindi Keks von Domino Duo und im heutigen Video dreht sich's um Klaziola und Fulipuba, wie ihr die zwei Pokémon in Sonne und Mond bekommen könnt. Ist eigentlich ziemlich easy, würde ich sagen, oder? Ja, ich fand's nicht so schwer. Also wir fangen mal mit Klaziola an. Klaziola kann man, glaube ich, erst ziemlich spät bekommen. Ist nicht ganz so einfach am Anfang, weil man muss in die Höhle zu Pokémon liegen. Ja, also am Ende halt. Genau, also Mount Lalakila oder Lalakilia oder so heißt der Berg. Keine Ahnung. In der Höhle habt ihr einen, ja, ich sag mal, einen herausstechenden Felsen mitten im Weg, der so mit so einem Licht erleuchtet wird. Man soll in der Nähe dieses Felsen sein. Also ich meiner Meinung nach war ich ja ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, wie es bei... Auch, also wenn man dann rauskommt, wieder aus der Höhle Richtung Pokémon Liga, da bin ich dann halt... Also ich meine, da bin ich halt wieder reingegangen und hab's da entwickeln lassen. Also da hat's dann direkt schon ja. Im Gang nach drin. Also ich sag mal, wer weiß, wie groß die Hitbox ist von dem Ganzen. Wenn ihr ein kleines gezüchtetes mit euch nimmt, dann geht's ja schnell Level-Ups zu machen. Da kann man auch mal notfalls testen, ob man halt direkt am Felsen oder halt weiter weg ein Level-Up macht. Ist eigentlich ziemlich easy. Also ihr müsst für Pokémon-Liga oder halt, wenn ihr auf dem Weg zur Pokémon-Liga seid, für Klassi oder Fulipuba kann man wesentlich früher bekommen. Das schon auf der... Relativ am Anfang sogar, ne? Ja, dass sie auf der zweiten Insel, die in der... Der Schattendschungel, genau, Schattendschungel. Mhm. Wo man auch die. Da hat man auch die Dschungelprüfung gehabt, wo man diese Essenssachen fangen musste oder Essenssachen sammeln musste, Pilze und den ganzen Kram. Und da habt ihr den hinteren Bereich gehabt, wo ihr, wenn man einmal komplett durchläuft, gerade ganz hinten, ist so ein Bereich mit hohem Gras gewesen. Wenn du dich daran erinnern kannst. Da musste man im hohen Gras schon. So mit Terrybark Sachen sammeln. Und in dem Bereich ist ringsrum alle Felsen am Rande haben Moos und wenn man einfach an dem Rand entlang läuft und da ein Level-Up macht im Gras, bekommt man, also entwickelt sich Fulipuba. Man muss wirklich aber halt am Rand entlang laufen. Falls jemand einen Stein sieht, wo natürlich kein Moos drauf sein sollte, sollte ihr nicht den Stein benutzen, sondern halt natürlich zum nächsten laufen, wo Moos dran ist. Aber die sind eigentlich zu 80% mit Moos außenrum bedeckt, also da haben fast alle Moos. Ja, das war es eigentlich schon. Die zwei Pokémon sind eigentlich doch ja, ziemlich einfach. Einfacher als bei Diamant und Pearl. Dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn nicht, sieht man sich im anderen Video wieder. Bis denn. Tschüss.